Mein Name ist Wiebke Boyshausen vom Entwicklungspolitischen INCOTA-Netzwerk. In unserer Arbeit üben wir Kritik an den skandalösen Doppelstandards, mit denen Bayer und BASF Geschäfte im globalen Süden machen. Und genau darum soll es jetzt gehen. Bayer und BASF gehören zu den größten Agrarchemieherstellern der Welt. Die Industrie redet von Pflanzenschutzmitteln. Doch fangen wir an, die Dinge beim Namen zu nennen und sprechen stattdessen von Ackergiften oder eben Pestiziden. Denn genau darum handelt es sich, um Gifte, die Pflanzen, Pilze oder Insekten vernichten sollen. Doch dabei bleibt es oft nicht. Denn die Wirkstoffe schädigen nicht nur die Zielorganismen, sondern auch die menschliche Gesundheit und die Artenvielfalt in einem erschreckenden Ausmaß. In den letzten 30 Jahren hat sich der weltweite Pestizideinsatz in der Landwirtschaft fast verdoppelt. Gleichzeitig stieg auch die geschätzte Anzahl der akuten Pestizidvergiftung auf aktuell 385 Millionen Fälle pro Jahr. Einige Wirkstoffe in Bayer- und BASF-Produkten bergen ein besonders hohes Risiko für die Gesundheit, da sie hochgiftig, reproduktionstoxisch, krebserregend oder erbgutschädigend sind. In der EU verfügen sie daher über keine Genehmigung, da sie als zu gefährlich gelten. Doch in einigen Ländern des globalen Südens sind die Kapazitäten der Zulassungsbehörden begrenzt. Und das führt dazu, dass diese gefährlichen Wirkstoffe dort nicht von vornherein verboten werden. Die Menschen in diesen Ländern sind also besonders von den Pestizidvergiftungen betroffen. Zudem erschweren die Bedingungen vor Ort nachweislich eine sichere Anwendung, zum Beispiel weil es an Schutzkleidung fehlt. Oder die kontaminierten Gefäße im Haushalt weiter benutzt werden. Die Pestizide werden aber auch über die Atemluft oder das Trinkwasser aufgenommen. Es steht also fest, Pestizidvergiftungen sind vor allem im globalen Süden ein wachsendes Gesundheitsproblem und eine sichere Anwendung kann nicht gewährleistet werden. Vor diesem Hintergrund ist die Vermarktung von Wirkstoffen, die so gefährlich sind, dass sie in der EU nicht genehmigt sind, ein eindeutiger Verstoß gegen die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. Doch Bayer und BASF profitieren von den Missständen und Absatzmärkten. Sie vertreiben ihre gefährlichen Produkte dort, wo weniger reguliert wird. Sie machen sich Doppelstandards zunutze. Und das auf Kosten der Gesundheit von Millionen von Bäuerinnen und Landarbeiterinnen im globalen Süden. Daher fordern wir Bayer und BASF auf ihren Hauptversammlungen erneut auf, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten zu wahren. Der Vertrieb von Pestiziden, die in der EU verboten sind, muss grundsätzlich eingestellt werden. Und die entsprechenden Wirkstoffe müssen aus den Portfolios von Bayer und BASF weltweit verschwinden. Wir geben uns nicht mit leeren Versprechungen zufrieden, sondern wollen jetzt Taten sehen, die akute Pestizidvergiftung und Umweltschäden in der Zukunft verhindern.